Das ist Toni Wagner, promovierter Molekularbiologe und Start-up-Gründer aus Würzburg. Mit seiner Firma V-Audience will er in Zukunft Fans in virtuellen Stadien zusammenbringen. Die Originalidee zu V-Audience kam 2014 bei der Fußball-WM, die ich leider nicht wie gewohnt irgendwie mit meinen Freunden zusammen verfolgen konnte, sondern alleine. Und wir haben gewonnen, ich habe mich gefreut, aber das hat keinen Spaß gemacht alleine. Und deswegen wollte ich eine App schaffen, eine Software schaffen, die das ermöglicht, allein zu sein und trotzdem sich als Teil des Ganzen zu fühlen. Ein Jahr später setzt er seine Idee in die Realität um. 12 Mitarbeiter tüfteln im Büro in Würzburg an einer App, die das Fanerlebnis zu Hause besser machen soll. Als Zielgruppe für seine erste Entwicklung hat er sich die Fans des elektronischen Sports, kurz E-Sports, ausgesucht. Electronic Sports ist eine Art von Computerspielen um die Wette, bei der Profispieler mit absoluten Hochleistungen um Preisgeld miteinander konkurrieren. Der Hype um E-Sports ist riesig. Meisterschaften wie die ESL One in Köln locken mehrmals im Jahr zehntausende Zuschauer in Veranstaltungshallen. Für professionelle Spieler ist E-Sports ein lukratives Geschäft. Preisgelder dieser Turniere liegen bei über 20 Millionen Dollar mittlerweile für ein einzelnes Turnier. Das heißt, da werden Millionäre gemacht. Und wer nicht vor Ort dabei sein kann, dem ermöglichen es Streaming-Plattformen, Spiele live an ihrem PC mitzuverfolgen. E-Sports-Viewing ist, glaube ich, die größte unbekannte Massenbewegung, die es aktuell gibt, wenn man sieht, dass über 300 Millionen E-Sports-Fans tatsächlich live verfolgen, was ihre Teams tun. Einer der bekanntesten Livestreaming-Plattformen ist Twitch TV. Der Gamer agiert live vor Publikum und erhält direktes Feedback von seinen Fans. Wir sehen hier einen typischen Twitch-Stream. In dem Fall blendet sich der Streamer selbst ein. Und auf der rechten Seite haben wir den Chat für die Zuschauer, in dem jetzt gerade fast 5000 Leute sich über irgendetwas unterhalten. Da glauben wir halt, dass wir das besser machen können. Das Team von V-Audience hat BobMob entwickelt, ein virtuelles Stadion für Twitch TV mit zahlreichen sozialen Interaktionsmöglichkeiten für die Zuschauer. BobMob ist unsere Plattform für E-Sports, bei der sich Zuschauer ein virtuelles Ich erschaffen, ein kleines Männchen, mit dem man auf eine Tribüne kann auf dem Bildschirm, wo man alle anderen Leute, die zuschauen, auch so sieht und man kann zusammen jubeln und Spaß haben, während man einen Livestream gleichzeitig anschaut. Dies geschieht über eine Funktionsleiste, aus der man zum Spielgeschehen passende Emotionen auswählt. Der eigene Charakter ist komplett individualisierbar und kann nach und nach über ein Levelsystem aufgerüstet werden. Spezielle Gegenstände sind zudem mit echtem Geld erwerbbar. Beim E-Sport allein soll es für Toni und sein Team nicht bleiben. Zuschauer sollen in Zukunft auch Bundesliga-Fußball, Konzerte und andere Veranstaltungen über BobMob miterleben können. Die Audience will tatsächlich eigentlich alles, was Live-Entertainment ist, verbessern für die Zuschauer, die nicht vor Ort sein können. Sei es Konzerte, Castingshows, Live-Sport im Fernsehen und damit in Deutschland und in Europa vor allem Fußball. Alles, wo es Fans gibt, die alleine teilhaben wollen, ist eigentlich ein Geschäftsbereich für V-Audience.